recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Retro Let's Collect Fußball-Bundesliga-Sticker 2006-2007. Wir gehen rein, 4 Päckchen, let's go. Beim letzten Mal lief es ja richtig gut, ehrlicherweise, weil wir haben auch ein Sticker-Pack erhöht. Timo Hildebrand, VfB Stuttgart, Markus Schroth. Jetzt haben wir hier ziemlich viele Shiny-Minis. Bayern-Mannschaftsfoto, wen haben wir hier drauf? Schweinsteiger, Sagnol, Deisler, Ismail, Makai, hier unten noch ein Rensing, Santa Cruz, Lahm, Podolski, legendär, 160D, BVB-Logo und HSV-Logo. Vincent Kompany vom HSV. Geile Sache. Das ist wirklich ein epischer Sticker. Dann haben wir Schweden-Fans von der WM. Babats ist, glaube ich, doppelt, ne? Habe ich doch hier von der letzten Folge sogar noch. Ja, Christoph Babats einfach wieder drin. Matthew Delpierre. Krastajic. Und wieder Silvio Meissner, wieder VfB Stuttgart. Der VfB hat heute Bock. Dann Simon Jentsch, Wolfsburg. Leverkusen. Hannover 96. Benjamin Laut vom HSV. Benjamin Laut, Junge. Bandrowski und Vicky. Zack. Und der Kollege kommt hier vorne hin. Alemannia Aachen mit der 7. Klingbeil. Patrick Ochs. Torwaldson. Hertha BSC, Mannschaftsfoto. Und Hajmian 272. So. Dann wollen wir mal. Wie viele können wir einkleben? Wie viele sind doppelt? So, starten wir vorne mit der 7. Mit dem Logo von den Aachenern. Bob. Ist drin, dann die 36 ist das Hertha-Mannschaftsfoto, wo wir schon unten rechts haben. Das heißt, wir können auch oben rechts einkleben. Mit Hertinho. Bob. Dann die 156, genau die Lücke getroffen. Tomasz Banderowski von den Cottbusern. Beim BVB ist es richtig Ebbe. Kommt jetzt als erstes das Logo rein hier. Hopp. Das war ein zu weit oben links, Frankfurt, sehr nice. Dann 206, Patrick Ochs. Oh, Patrick Ochs. Weiß ich noch. Allererste Matchcheck-Serie. Die seine scheiß limitierte Auflage, die war so fucking selten. Hamburg-Logo. René Klingbeil, Kompany und den Raphael Vicky haben wir hier. Also der HSV macht hier heute auch ordentlich Sticker gut. Und Benjamin Laut, stimmt, den habe ich ganz vergessen. 4 Sticker einfach vom HSV. HSV. Wunderbar. Dann haben wir Wahid Hajmian. Hannover 96, genauso wie Torwaldson. Und genauso wie dieser wunderschöne Sticker hier oben. Der einfach so als Pot oder als Puzzle quasi so eingeklebt wird. Der eigentlich perfekt drin ist, aber links so ein bisschen weißen Rand hat.
Dasselbe Spielchen können wir jetzt nochmal mit Mainz machen. Mit den Mainzern, Dicker. Die sind aber immer so ein bisschen tricky einzukleben, bin ich ehrlich. Der ist perfekt. Also der ist perfekt. Leute, da sieht man gar nicht in der Kamera, dass es ein Sticker ist. Sag ich ehrlich. Bin ich early. 160. Bayern München. Dann der Club. Mit Markus Schroth. Drin. Dann Schalke 04. Auch mal wieder ein Stickerchen. Mladen Krstajic. Dann Timo Hildebrand, VfB Stuttgart. Der ist leider doppelt. Ich habe mich so über Hildebrand gefreut, aber klebt schon im Heft. Silvio Meissner klebt auch. Und am Anfang habe ich gesagt, boah, Stuttgart heute richtig gut. Sind einfach alle doppelt. Simon Jentsch. Dann haben wir noch den WM 2006 Fansticker. Und dann war es das mit der heutigen Folge. Obwohl, den haben wir schon. Auch leider doppelt. Wie viele waren es denn heute? Ich glaube sogar mehr als letztes Mal. 3, 4. Ne, auch 4. Genauso 4, so wie beim letzten Mal. Also Leute, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Haut rein und tschüssi.